Ja, was ist? Weißt du, das ist nicht so gut. Ich habe mir ja schon das Bein gebrochen, aber jetzt haben sie mir den Gips abgemacht. Ja, warst du beim Arzt? Ja, im Krankenhaus. Sie haben mir eine Operation gegeben und dann ging es mir wieder gut. Dann musste ich mit so Krücken laufen und dann Verband. Und jetzt haben sie den Verband abgemacht, aber ich kann noch nicht so gut gehen. Deswegen male ich die ganze Zeit, weil malen mag ich. Ja, was willst du denn jetzt malen? Was willst du denn malen? Also ich male eine Blume und Eine Wolke und die Sonne. vielleicht noch eine Sonne. Ja, die macht doch Spaß zu malen. Die Sonne geht ganz einfach. Und was willst du malen? Frühlingsbild mit Gras und einer Blume und einem Baum und ein paar Wolken und eine Sonne. Oh, Emil, ich glaube, ich habe da ein paar Geräusche gehört. Hast du auch was gehört? Also eigentlich, Emil, habe ich da gar nichts gehört. Na Emil, ja. ist es dir vielleicht eingefallen? Hast du vielleicht eben gerade geträumt? Na ja. Ich habe so komische Geräusche gehört. Wirklich? Ja, ich glaube, es ist hier jemand unterwegs bei uns auf dem Spielplatz im Kindergarten. Den Bäumen ist ein Wildschwein oder Nee, Oh meine Güte, da müssen wir schnell die Frau Lustig das rufen. sind ja drei. Nee, wir müssen versuchen, uns selbst zu wehren. Wir müssen sie wegscheuchen. Nee, 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 das funktioniert so nicht. Wir müssen Frau Lustig rufen. Komm, das müssen wir schnell machen. Was ist denn passiert, Kinder? Oh, jetzt höre ich das aber auch. Das komische Geräusch. Oh je, wir müssen schnell mal den Förster anrufen oder die Polizei. Kommt, Kinder, schnell das Telefon. Hallo, hier ist Kindergarten. Wir bräuchten dringend einen Förster. Wir haben hier Wildschweine bei uns auf dem Spielplatz. Und zwar sind es drei Wildschweine, die hier rumlaufen. Das ist der Kindergarten Sonnenschein in der Emilstraße 1. Wir bräuchten dringend jemanden, der uns hier hilft. Okay? Gut, Ja, alles klar. aber eigentlich haben wir gerade alle Fürsten beim Arbeiten. Also einer kommt da. Wir haben hier noch einen letzten. Also, wenn ihr wirklich einen braucht, dann gebe ich jetzt dem Fürsten eine Arbeit. Soll er zu euch kommen oder jetzt nicht? Ja, auf jeden Fall, sonst haben wir hier ein großes Problem. Die Wildschweine laufen hier frei herum. Wir brauchen dringend Hilfe. Ja, Kommen Sie so schnell wie möglich. dann sammelt alle Kinder ein, damit sie sich nebeneinander stellen oder geht schneller rein. Dann kommen wir und holen die Wildschweine ab. Okay, alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Dürfen wir die Kinder einsammeln und allen sagen, dass da drei Wildschweine sind? Ja, aber schnell, Kinder, nicht, dass die hinter euch herlaufen. So. Oh, da ist ein Wildschwein. Nicht schreien, nicht schreien. Ganz vorsichtig, wir müssen einfach weglaufen, irgendwo hochklettern, ganz schnell. Oh nein, die Wildschweine kommen so nah. Oh, hoffentlich
wir hier gerettet. Komm. Hoffentlich kommen die Förster und die Polizei gleich. Mensch, ich hab so Angst. Die laufen hier frei herum, die Wildschweine. Nicht, dass die noch hierher hochkommen. Rutsche ist ja frei. Sie können hier hochklettern. Naja, aber die Wildschweine sind nicht so gut im Klettern. Ich denke nicht, dass die da hochklettern. Oh, zwei Jungs haben sich ganz nach oben versteckt. Ho, ho, ho. Schön hochgeklettert. Meno, Meno, jeder hat Angst hier. Wir brauchen alle Hilfe. Hoffentlich kommt schnell der Förster. Oh, hoffentlich. Zum Glück sind ja unsere Schwestern hier und Brüder noch hier oben. Die kleinen Kinder sind wichtiger. Ja, das stimmt, Mensch. Oh, die Wildschweine. Oje, oje, ich hab so Riesenangst. Ich glaube, es kommt schon gleich. Eins nach oben, rechts ein Wildschwein. Das will gerade hier hochklettern. Ui, ui, ui. Hoffentlich schafft es nicht. So. Jetzt muss doch gleich der Förster kommen. Mensch, die müssen uns doch helfen. Das geht doch nicht so lange. Da klingelt schon jemand. Oh. Das Telefon von der Erzieherin. Mensch, sind die aber laut. Oh, oh. Komm, wir drücken uns zusammen. Oje, oje, die Wildschweine, die sind aber ganz schön laut. Oh, hallo Herr Förster, hallo Herr Polizist. Gut, dass die schnell hierher kommen. Mensch, wir haben hier Wildschweine. Bitte einsammeln, aber schnell. Die Kinder haben voll Angst. Die sitzen alle da oben und können gar nicht runter. Schnell. Ja, mit dem Ding werde ich die gleich aber alle einsammeln. Das gibt's doch nicht, dass sie sich getraut haben, in den Kindergarten da einzubrechen. Das gibt's doch nicht. Sowas habe ich noch nie erlebt. Naja, wir auch nicht. Deswegen wissen wir auch nicht wirklich, was wir machen sollen. Wir haben sie ja gerufen, damit sie alle einsammeln. Und zwar schnellstmöglich. Ja, das machen wir jetzt, aber schnell. So, jetzt sammeln wir aber die Wildschweine schnell ein. So, kommt jetzt her, kommt her, ihr. Kommt her, schnell. Wir müssen hier weg. Der Kindergarten darf, also im Kindergarten dürfen keine Wildschweine rumlaufen. Das geht ja gar nicht. So, kommt schnell hierher, hierher. So, gleich geht's zum Wald, raus aus dem Kindergarten. Die Wildschweine haben im Kindergarten nichts verloren. Aber los. Oh Mensch, bin ich ja froh, dass die gleich weg sind. Oh, oh, das war ja ein aufregender Tag heute, Menno. So, los mit euch. Los, los, raus hier. Raus, raus, kommt schnell zum Wald. So, die sind gleich hier weg. Nur noch ein paar Schritte vom Wald entfernt und dann sind die schon weg und raus. Wir müssen die in die Freiheit lassen. Das sind ja Wildschweine, die laufen im Wald frei herum. Die brauchen ihre Freiheit. Die dürfen wir gar nicht einsperren. Deswegen lassen wir die wieder in den Wald hineinlaufen. Naja, aber sowas im Kindergarten, Wildschweine, das habe ich noch nie erlebt. Aber gut, kommt schnell weiter weg hier, weg, weg, kommt. Ach, wie schön, dass keiner verletzt wurde, Mensch. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Die Kinder, ihr dürft schon raus aus der Rutsche und da von da oben hoch, ihr dürft alle wieder runterkommen. Die Wildschweine sind jetzt weg. So,
wenn sie nochmal Wildschweine bekommen sollten, weil hier der Wald in der Nähe ist, dann rufen sie uns. Wir kommen sofort. Wir sind ja dafür da, um euch zu helfen. Wir sind ja auch ganz froh, dass wir die Wildschweine schnellstmöglich weggekriegt haben. Und die Kinder sind bestimmt auch froh, dass sie jetzt frei herumlaufen können und einfach spielen dürfen. Oder, Kinder? Ja! Oh, das war heute ein aufregender Tag. Oder, Emma? Ja, auf jeden Fall. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Wildschwein gesehen. Aber heute und vor allem gehört, wie was die für Geräusche machen. Mensch, das muss ich meiner Mama erzählen. Aber das ist doch so toll, Marie. Du bist einfach die beste Freundin. Ja, natürlich bin ich das. Also, ein Wildschwein. Oh! Das hatten wir ja hier noch nie. Richtig, das hatten wir ja noch nie. Also, ihr wisst, was ihr machen müsst, wenn nochmal Wildschweine kommen sollten. Wir helfen ihnen immer gerne und sind froh, dass nichts weiter passiert ist, dass keiner verletzt wurde und dass die Wildschweine jetzt im Wald sind. Aber dadurch, dass sie hier in der Nähe eines Waldes sind, kann es mal passieren. Aber wir sind ja da und helfen euch, wenn sie uns nochmal rufen. Vielleicht kann man überlegen, dass man hier ein bisschen den Zaun höher macht oder die Löcher zumacht. Wahrscheinlich gab es da irgendwo was, wie die da reingekommen sind. Da müssen wir mal gucken und das Ganze kontrollieren. So, Kinder, wir wünschen euch viel Spaß noch im Kindergarten und verabschieden uns. Frau Lustig, das war etwas Schönes, eben gerade Wildschweine. Also, für mich war das sehr aufregend, aber schön fand ich es nicht wirklich, denn ich hatte schon ein bisschen Angst, dass die euch was antun könnten und ich muss auf euch aufpassen, dass euch nichts passiert. Und deswegen, ich habe mir riesen Sorgen gemacht. Ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist. Mensch! Also Wildschweine im Kindergarten, na sowas habe ich jetzt auch erst das erste Mal erlebt. Ihr könnt Kinder heute zu Hause was erzählen, ne? Die Eltern werden Augen machen. Oh ja, und wenn bei uns zu Hause noch ein Wildschwein kommt, dann werden wir es einfangen. Ja, und ihr wisst ja, was zu tun ist. Die Nummer 117 wählen. Und dann kommt der Förster und die Polizei und die kümmern sich drum, dass die Wildschweine wegkommen, ne? Aber manchmal arbeitet mein Papa als Förster und dann fängt er sie in eine Falle rein und dann nimmt er die Falle in den Wald und da lässt er sie liegen und dann lässt er sie offen liegen und dann krabbeln die Wildschweine in den Wald wieder raus. Nur, ihr müsst es mitnehmen, dass wenn Wildschweine da sind, dann müssen wir hochklettern und bloß nicht einen Stock nehmen und sie wegscheuchen, sonst laufen die hinter euch her und ihr habt verloren. Da hat man noch mehr Pech, wenn man sowas macht. Also lieber hochklettern, wie wir das gemacht haben. Das war das Beste, was man machen konnte. Und uns ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Bin ich ja froh, ey. Also wirklich, das war ein sehr aufregender Tag. So, liebe Kinder, falls ihr keine Freunde habt, dann abonniert meinen Kanal und wir werden für immer Freunde sein. Zunächst kommt eine neue Folge. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann werdet ihr keine Folge mehr verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.